Das Spiel ist in seiner europäischen Version wohl das teuerste Sportspiel für den geneigten Gameboy-Sammler. Ungefähr 200 Euro müsst ihr zum Stand des Erscheinens dieses Videos nur für das nackte Modul zahlen. Mir war das Spiel vorher total unbekannt. Was verbirgt sich dahinter? Was taugt Hit Dice für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Williams entwickelt und von Taito bei uns 1993 veröffentlicht. In den USA kam es ein Jahr früher raus und Japan erreichte das Spiel nie. Neben der Version für den Game Boy ist es auch auf dem Super Nintendo, NES und dem Sega-System der Zeit erschienen. Das Spiel will ein Eishockeyspiel sein, das eindeutig von Nintendo World Cup inspiriert ist. Was bedeutet das? Das Spiel will keine detailgetreue Abbildung vom Sport sein, sondern führt ein paar Änderungen ein. Am auffälligsten, es gibt nur zwei Feldspieler und ein Torwart pro Team und auch das Spielfeld an sich ist eher nachgeschrumpft. Ihr steuert logischerweise auch nur einen der Teamkameraden, könnt diesen jedoch auch nicht wechseln. Genre-typisch könnt ihr aber euren Kollegen immer Kommandos geben, also ob er schießen oder passen soll. Das sind übrigens auch eure einzigen Optionen. Aber es gibt nicht nur normale Schüsse. Ähnlich wie in Nintendos Fußballklassiker könnt ihr auch einen Superschuss auslösen. Dazu müsst ihr nur 6 Sekunden die B-Taste gedrückt halten. Blinkt dann euer Spieler, wird der Superschuss ausgelöst. Beim Aufladen seid ihr aber natürlich immer langsamer und dadurch ungeschützter. So habt ihr also immer einen Risk-Reward-Faktor. Sehr treffsicher sind die Superschüsse allerdings nicht, aber dennoch notwendig. Woran liegt das? Die Tore sind relativ klein geraten und der Torwart entsprechend sehr präsent. An diesem vorbei den Puck in das Tor zu buxieren, ist also nicht gerade einfach. Ein Superschuss kann dieser allerdings nicht halten. Muss man halt nur treffen und das geschieht auch eher zufällig. Habt ihr den Puck nicht aktiv, könnt ihr die Gegner natürlich klassisch umboxen und sogar eine Art Kampf-Minigame starten. Das ist allerdings sehr rudimentär. Das machen andere Spiele besser, aber na, besser als nichts. Am Modi wird auch so einiges geboten, wobei hier auch nichts Besonderes dabei ist. Es gibt Championship, den VS Play, also das Einzelspiel, und das Shot Race. Letzteres ist so eine Art Elfmeterschießen. Bevor ihr dann in das Spiel einsteigt, könnt ihr noch eure Mannschaft aus einigen Spielern auswählen. Die haben alle ihre ganz besonderen Stärken und Schwächen. So kann zum Beispiel Dicky Fontaine mit seinem Bein treten und so den Gegner verletzen. Alles ganz nett, aber jetzt auch nicht spielentscheidend. Euch wird auf dem Papier also so einiges geboten, aber wie ist jetzt das Spielgefühl? Und da kommen wir meiner Meinung nach zum großen Knackpunkt. Es fühlt sich sehr starr und auch nicht wirklich dynamisch an. Ein Tor zu schießen ist wirklich super schwer, da das Tor recht klein ist. Auch Superschüsse sind dafür keine Garantie. So lungert ihr vor dem gegnerischen Tor herum und versucht es immer wieder. Schnelles Hin und Her wie bei anderen Spielen ist hier leider Fehleranzeige. Die Grafik an sich geht in Ordnung, ist jetzt aber kein Überflieger. Durch die Entscheidung, weniger Spieler auf dem Spielfeld zu haben, läuft auch immer alles flüssig. Trotzdem halten sich die Details leider etwas zurück und es kann schnell mal unübersichtlich werden, wenn sich die Spieler auf einen Haufen klumpen. Der Sound ist allerdings recht eintönig. Die Musik ist immer das gleiche, die Effekte sind auch eher auf die Basics beschränkt und gehen euch relativ schnell auf den Keks. Das hätte man auch wirklich anders machen können. Was taugt Hit the Ice für den Game Boy also heute noch? Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt von dem Spiel. Als Maßstab nehme ich hier mal Blades of Steel, das euch ja Eishockey-Action auf den Handheld bringt. Und das spielt sich einfach viel flüssiger als Hit the Ice. Gefühlt sind hier einige Sachen nicht ganz durchdacht und es fehlen die spannenden Kämpfe, das Hin und Her und die gelungenen Torschüsse. Ihr könnt gerne mal reinschauen, aber für mich ist es keine klare Empfehlung. Bleibt lieber bei Blades of Steel. Das war der Test zu Hit the Ice für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.